Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talentastic. Wir sind heute bei Spar und sind schon gespannt, was man hier alles lernen kann. Wir haben jetzt die Viktoria da, unsere Verantwortliche für die Lehrlinge der Spar Österreich. Liebe Viktoria, wo kann man denn in Österreich überall eine Lehre bei Spar machen? Ja, das Schöne bei der Spar ist, dass man die Lehre eigentlich überall machen kann. Also natürlich in all unseren Filialen österreichweit und natürlich auch in den Zentralen bzw. in der Hauptzentrale. Da lernen wir natürlich dann nicht den Einzelhandelskaufmann, aber beispielsweise den Bürokaufmann, Bürokauffrau, E-Commerce-Kaufmann, Frau. Genau. Wie viele Lehrstellen gibt es insgesamt jedes Jahr bei euch? Also in Summe suchen wir jedes Jahr 900 neue Lehrlinge, die ihre Lehre bei Spar beginnen. Also das ist schon eine sehr hohe Anzahl. Und wir hoffen natürlich immer, dass wir die Besten für uns gewinnen können. Was ist so das Besondere an einer Lehre bei Spar? Ich habe gehört, es gibt auch einen Führerschein eventuell, wenn man ganz fleißig ist. Genau, also wir haben natürlich ein paar Benefits, ein paar Goodies, die wir unseren Lehrlingen bieten. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, monatlich etwas dazu zu verdienen in Form von Prämien. Für die ganz besonders guten und braven Lehrlinge gibt es am Ende den Führerschein bezahlt. Ja. Aber wir versuchen natürlich nicht nur durch Prämien und durch Zugang das Ganze aufzuwerten, sondern einfach auch, indem wir eine gute Ausbildung bieten, mit viel Information, mit viel Lehrlingsseminaren, wo sie einfach auch dieses Teamgefüge, die Gruppe kennenlernen, ein bisschen was zur Kommunikation, zur Persönlichkeitsentwicklung. Also wir versuchen so rundum ein gutes Paket zu liefern. Lieber Robert, Spar ist ja ein irrsinnig großer Arbeitgeber auch in Österreich. Was kann man denn bei euch alles lernen? Ja, Spar ist der größte Lehrlingsausbildner, den es in Österreich gibt. Es gibt insgesamt 23 verschiedene Lehrberufe bei Spar in Österreich. Wir bilden hier in der privaten Berufsschule, eben der Spar Akademie, die zwei wichtigsten Lehrberufe im Einzelhandel aus. Das ist der Lehrberuf Einzelhandel Schwerpunkt Feinkostfachverkauf und Einzelhandel Schwerpunkt Lebensmittel. Aber wir sind ja viel, viel mehr wie eine Schule. Das heißt, der klassische Lehrplan ist die Basis und darauf aufbauend gibt es eine Vielzahl von Zusatzausbildungen, die wir hier mit unserem Lehrenden-Team anbieten, beginnend von der Fairtrade-Botschafter-Ausbildung im ersten Lehrjahr, über Käse-Experten, Wurstexperten-Ausbildung im ersten und zweiten Lehrjahr, bis hin zu einer Nachhaltigkeitsausbildung, die wir Green Champions-Ausbildung nennen, die wir gemeinsam mit der Umweltschutzorganisation WWF entwickelt haben, das ist sozusagen ein Abschluss im Rahmen des dritten Ausbildungsjahres. So, wir haben jetzt den Marc. Marc, du machst die Lehre bei Spar. Wie gefällt es dir? Es ist super. Also ich fühle mich ziemlich wohl. Das Team hat mich ziemlich gut aufgenommen im ersten Jahr. Ich komme jetzt ins zweite Jahr. Man arbeitet sich immer weiter ein. Man kommt immer mehr mit den Kunden zurecht. Man hat natürlich auch Stammkunden im Markt, mit denen man mehr kommunizieren kann als sonst. Die Aufgaben fallen einem noch immer leichter. Da ich aber noch nicht in der Feinkost arbeite, muss ich das noch lernen. Aber der Rest fällt mir schon ziemlich einfach. Was würdest du sagen, Marc, was ist so das Spannendste in einem Alltag bei Spar? Was gefällt dir ganz besonders? Ja, der nette Umgang mit den Kunden vor allem, weil es ist immer schön, ein Grinsen an den Kunden zu sehen, die den Markt dann verlassen, weil sie zufrieden waren mit dem Sortiment, was wir anbieten und mit der Bedienung, die sie bekommen. Susanna, ja. Du bist auch Lehrling bei Spar. Wie gefällt es dir? Ja, ich bin jetzt mittlerweile im dritten Lehrjahr und habe jetzt fast alle Stationen hinter mir gehabt. Also habe fast alle Stationen hinter mir und ich bin sehr zufrieden mit der Lehre. Also ich bereue es nicht, dass ich damals die Schule gewechselt habe und hierher gekommen bin. Was macht dir besonders Spaß? Also ich war 2 Jahre in der Feinkost, weil ich bin ein Feinkostlehrling und ich mag es in der Feinkost zu sein. Ich rede sehr gern mit Menschen und in der Feinkost hat man halt tagtäglich mit sehr vielen Menschen zu tun. Uns ist Spar nicht wurscht. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann klickt jetzt den Link und schaut's vorbei.